Sehr gut. Ich habe eine weise Wahl getroffen, als ich euch zur Speerspitze meines Kampfes gemacht habe. Ich schätze, es ist an der Zeit, die Dinge auf eine ganz neue Ebene zu tragen. Erinnert ihr euch noch an den kleinen Leckerbissen, den ihr Golok für mich unter die Nase weggeschnappt habt? Werdet die Gelegenheit bekommen, ihn sinnvoll einzusetzen. Pa, es ist für uns an der Zeit. Es ist für uns an die Zeit. Es ist für uns an die Zeit, uns Grog zu stellen, dem Herrn der o Oger der Speerspitze. Es ist auch an der Zeit, dass ich mich in die Ge Geschehnisse einmische und dem Gron seine Todesstunde beiwohne. Nehmt meinen Siegelring, wenn ihr zum Altar von Grog gelangt, nutzt ihn und ich werde euch zu Hilfe kommen. Zusammen werden wir Grog vernichten. Nicht mal eine. Wo muss ich denn hin? Denn das? Altar vom Grog. Ich google kurz mal, ne? Dann versuchen wir mal dahin zu fliegen, wo ich jetzt die Markierung gemacht habe. Ich habe die Vermutung, also ich habe jetzt mal gegoogelt und die meinten, dass das da sein sollte. So. Müsste da irgendwo sein. Kennt ihr ja nicht mein Alter. Hab's gefunden. So, dann wollen wir mal die Quest beenden. Okay. Das ist so. Oh Gott. Okay. Der dachte sich so. Eingefroren sein ist nur was für Loser. Und ich bin kein Loser.
Ah. Das ist dann wohl fertig. So, dann hätten wir den Queststrang auch durch. Oh Lord have mercy. Da kommt wieder eine kleine. Kommt das. Naja, gut. Haben wir ja noch einen wirklich großen Queststrang. Und dann. So habe ich nicht auf. Bald werden alle Söhne des Ghouls vernichtet sein. Für jemanden von eurem Schlag habt ihr erstaunlich gut gekämpft. Es war mir eine Ehre, euch an meiner Seite zu wissen. Meine Verwandlung muss euch wohl ein wenig überrascht haben. Ich hoffe, dass ich habe euch nicht zu all erschreckt. Wir sollten meine wahre Identität jedoch für uns behalten. Als Belohnung für eure treue Dienste biete ich euch dieses Schmuckstück an. Ist besser als das Frage? Bisschen. Oh fuck. Ja, sorry, ne? Da habe ich dann einfach ge. Den Teufelsfall? Da habe ich tatsächlich gepennt. Schaut sich hier keiner an. Turm müssen wir, ne? Ja, Funkmannswascher. Nordöstlich von hier auf der Ebene über uns liegt mein altes, zu Asche verbranntes Zuhause. Bevor die Legion ihre Sanggewichte geschickt hat, um uns in Flammen aufgehen zu lassen, stand dort einst ein städtlicher Wald. Dabei sind so viele ums Leben gekommen, dass sich mein altes Herz auch noch Jahrhunderte später nach Rache sehnt. Dabei sind so viele von ihnen dort, um das Land tatsächlich zurückzufordern, aber ihr könntet vielleicht ein wenig Angst einjagen. Ihr werdet mir doch helfen, oder? Aus der Asche. Wenn ihr auf die Straße, wenn ihr der Straße nach Osten in den Bergen hinauf folgt und dann nach Norden abbiegt, gelangt ihr zu meinem alten Zuhause. Ein Standort, ein prächtiger Wald, dessen Name schon lange vergessen ist. Dort vor ewiger Zeit rief eine Legion Sengwichtel und andere Flammenwesen herbei, zerstörte mein Zuhause und zwang mein Volk zu. Bin noch ich übrig. Ich habe ein paar Eisenwurzelsamen aufgehoben, fruchtbaren vulkanischen Boden gepflanzt werden können. Ihre Magie ist sehr stark. Bitte tut mir diesen Gefallen und werde die Schätze längst vergangener Zeit mit euch teilen. Oh, wow. Ja, was erwarte ich? Das. Junge, das geht aber tief. Ah. Sofern Dala.
Anna. Hallo. Die Zahl der Verbrechen, die brennende Legion begangen hat, steigt ins Unermessliche. Genau in diesem Moment schickt die Legion wieder ihre Truppen aus, um die Lebewesen dieser Welt heimzusuchen. Sie sind in ihrer Macht hilflos ausgeliefert und fallen einen nach dem anderen ihrer Gewalt zu Opfer. Jeder hilft mir dabei, diese Verbrechen gegen die Natur aufzuhalten, wenn nicht alles, was von der Fed Up ist, befallen ist. In den Bergen im Osten könnt ihr sehen, wie das Verderbnis der Messerschlucht ausbreitet. Tötet die Verantwortlichen, die Teufelsfeuer, so viele Teufelsanbeter, wie ihr nur könnt. Okay. Genau, sie hatte nur eine Quest. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Emma. Schlechte Maske. Während ihr die beschädigte Maske betrachtet, hört ihr Geräusche aus ihrem Innen kommen. Wenn ihr die Maske nicht beschädigt habt, könntet ihr die Geräusche deutlicher hören. Um Melly Sabberschnappen im Unwald könnte sie vielleicht reparieren. Ja, machen wir das dann. Ich muss näher ran. Ups, das war heute eine längere Folge.